Zu Tisch. 12 Hörgänge von Mo Entertainment. Vierter Gang. Flambiert von Max Hegewald. Tabea steigt aus. Der 22. Dezember. Seit nun fast 2 Wochen hatte die Familie Rennscheid aus Berlin ihre Winterferien in der Sonne der ewig warmen kanarischen Insel La Gomera verbracht. An ihrem letzten Urlaubstag drängten Mama Yvonne und Papa Ralf den pubertierenden Jonas und seine große Schwester, die 18-jährige Tabea, ihre Koffer zu packen. Hast du deine Sonnencreme bei mir im Rucksack? Nein! Das ist alles ausgelaufen, Mann! Ich war das nicht. Okay, du machst das jetzt alles weg sofort. Mach es doch einfach selber. Jonas, dein Kartenspiel liegt hier überall rum. Kannst du das bitte mal einsammeln? Ich will heute Nacht nicht nochmal an den großen Koffer ran. Und lass dir von Tabea helfen. Ja. Was? Warum muss ich ihm helfen? Weil der noch voll in der Pubertät drinsteckt und du fast raus bist. Scheiße. Ey! Siehst du? Ja, klar. Aufräumen ist natürlich wieder Frauensache und Papa chillt draußen mit einem Sudoku. Mein Fräulein, der hat seinen Koffer vorhin schon gepackt und genießt die letzten Stunden, bevor er wieder in Betrieb muss. Also, ran an die Buletten. Beide. Oh, Mann. Nein. Oh, ist das dieser Junge vom Strand neulich? Steck deine Nase in deine Angelegenheiten, sonst mache ich Tapas aus dir. Nennt man auch Stecher. Du solltest doch Jonas helfen. Jetzt bist du schon wieder am Chatten? Was? Ich sag doch nur Tschüss. Keine Ahnung, ob er später ein Papaya ist. Was wäre jetzt? Julio, der Stecher vom Strand. Hä? Halt die Klappe, Pickelfresse. Julio, mein Schatz. Die frittierten Ziegenkäsebällchen mit Tomatenmarmelade waren eine Spezialität der Insel und wurden kurzerhand zum Lieblingsessen der Rennscheids erklärt, wobei sich jeden Abend ein kleiner Kampf um das letztverbliebene Bällchen entfachte. Ein letztes Mal liefen sie die kleinen Straßen des Dorfes La Calera bergabwärts und die Sonne sendete ihnen ihre letzten goldenen Strahlen entgegen. Während Papa Ralf Mama Yvonne um die Hüften griff, so wie sie es in ihren 20ern meist taten, überfiel Tabea eine Wehmut und nachdenklich ließ sie ihren Blick über die duftenden Frangipani-Blütenbäume schweifen. Das Restaurant Papaya war unter den Urlaubern der Insel eine der einschlägigen Lokalitäten. Über den kleinen Tischen hing eine warm leuchtende Lichterkette an der gestreiften Markise und von der kleinen Terrasse aus konnte man der Brandung des Ozeans lauschen. Du bist wieder Tür, mein Schatz. Ganz schön voll heute, ne? Ist halt gut hier. Ah, da vorne ist Esteban. Hallo! Buenas noches! Buenas, Buenas noches! Oh, ich habe euch vermisst! Ja, und für dich! Ich dachte schon, ihr wart abgereist! Nicht ohne eine Portion Käsebällchen, mein Freund! Und welchen Platz hast du heute für uns? Kommen Sie! Ich habe etwas Besonderes! Oh! Venga! Aquí! Wow! Ich sitze am die Fenster! Sonste Tisch! Mi beste Aussicht für die sonsten Frauen von Insel, mi amor! Oh, Esteban, passen Sie auf, dass er nicht eifersüchtig wird! Das könnte passieren, Muchacho! Ja, ich habe Hunger! So, hey, Papa, ich nehme den hier, mich. Wenn das okay für dich ist. Na gut, aber klau mir nicht wieder in den Bierschau. Oh, die Weinkarte. So, was ist das? Ich gebe con unserer Senorita. Schaust du so traurig aus? Sie hat Liebeskummer. Könnt ihr mich alle mal in Ruhe lassen? Aber, guapa, ich lasse dir menuda. Lebe geht durch den Magen. Und du wirst sehen, nach meiner Gazpacho und ein paar Chocos alla plancha wirst du so sehr dich ins Essen verliebt haben, dass die ganze Kummer nur noch halb so schlimm ist. Te lo digo, mi amor. Also, wir nehmen... Kroketten, Papa. Ich nehme die Kroketten. Einmal die Kroketten mit Ramon Iberico. Mm. Die Achetunas mit Anchovy. Mm. Ein Filet von dem Atun Enayo. Und die Käsebällchen natürlich. Ja, und ich nehme die Alitas mit Blauschimmelkäse vielleicht. Ich will keinen Käse. Ja, ist es ja auch für mich. Und irgendwas Frisches. Una Ensalada, talvez. Ja, ein Salat mit Palmhonig. Ah, und eine Flasche Tinto de Verano. Jonas, Cola? Nee, Spezi. Na, Spezi. Du, Ralf? Großes Pilz. Una birra. Großes Pilz. Senor, venga. Und für die große Senorita? Ach, im Nichts. Danke. Also vielleicht ein Wasser. Wieder nur Wasser?
Ist Julio heute nicht da? Ah, un momento. Julio! Julio! Schau mal, wer da kommt. Tabeas Augen weiteten sich, als sie den jungen Mann im weißen Leinenhemd sah, der mit strahlenden schwarzen Augen und mit einem Tablett unterm Arm lächelnd zu ihr herübersah. Hola! Hola, Linda! Todo bien? Cool, ja. Ich dachte, ihr wärt schon abgereist. Julio! Ja, und bei dir? Sie sprechen aber gut Deutsch. Mama, was denn? Danke. Meine Mutter hat eine ganze Weile für ein deutsches Hotel auf Tenerife gearbeitet. Ah. Und als kleiner Junge habe ich dort das eine oder andere aufgeschnappt. Und naja, hier gibt es viele Deutsche. Ja, leider. Du wirst ja ganz rot. Au! Und? Wie werdet ihr Weihnachten verbringen? Naja, weiße Weihnachten werden wir wohl nicht haben, auch wenn sich das alle wünschen. Weiße Weihnachten? Meinen Sie damit den Schnee? Ja. Ich habe noch nie den Schnee gesehen. Was? Kannst du das glauben, Tabea? Wirklich noch nie? Nur oben auf die Zipfel des Teide, unserem Vulkan auf Tenerife. Gipfel. Also in Deutschland wird am 24. gefeiert. Da bekommen die Kinder ihre Geschenke, wenn sie artig waren. Ihr kommt dieses Jahr deshalb ziemlich günstig weg. Von wegen. Papa. Oh, ja, wollen Sie nicht noch über Weihnachten bleiben? Übermorgen ist ja schon die Heilige Abend. Na, schön wär's. Ich muss nach dem zweiten Feiertag auch schon wieder ins Büro. Oh, lo siento, señor. Die Deutschen lieben eben ihre Büros. Sag mal, Julio, wie feiert ihr denn auf den Kanaren Weihnachten? In Spanien feiern wir den 26. gar nicht. Vor allem hier auf den Inseln, wenn die ganzen Touristen kommen, haben wir viel zu viel zu tun. Am 24. Dezember feiern wir auch die Noche Buena. Aber Geschenke gibt es bei uns nicht. Viel wichtiger ist es, mit der Familie zusammen zu sein. Das stimmt. Oder dem Onkel zu helfen. Am 23. feiern wir die Misa de la Luz, ein Fest des Lichtes. Ja, davon habe ich schon gehört. Aber jetzt werde ich schnell das Essen bringen. Ja. Un momento, jawohl. Danke. Gracias. Wenig später sitzen die Rennscheids vor ihren Tapas und naschen um die Wette. Der süße Tinto de Verano hat Mama Yvonne bereits die Lider schwer gemacht und ihr Kopf sinkt zufrieden auf die Schulter von Papa Ralf. Machen wir uns mal auf den Heimweg. Wir müssen auch wieder den Berg hochstiefeln und morgen um 6 geht die Fähre. La Trenta, por favor, amigo. Oh, ihr geht's schon. Ja. Papa, hast du meine Cappy? Ciao. Ciao. Ciao, mi amor. So. Ciao. Bis buenas nächstes Jahr. Buenas noches. Ciao. Ciao. Danke für alles. Auf geht's. Hast du alles? Ja. Kommst du, Tabea? Einen Moment. Julio, wann hast du denn hier Schluss? Hä? In einer halben Stunde. Por qué? Magst du eine kleine Abschiedsspaziergang machen? Das wäre sehr schön. Warte. Mama, ich... Was denn? Geht schon mal vor! Das kann doch nicht wahr sein. Spatz, wir müssen um 6 an der Fähre sein. Komm jetzt! Warte kurz. Was ist denn jetzt schon wieder? Bitte, nur eine Stunde. Lass sie doch, eine Stunde. Ich... Mach doch, was du willst. Wenn du vor Mitternacht nicht im Bett liegst, dann... Ach, vergiss es. Alles gut, Maus. Geht mal eine Runde. Aber pass mir auf sie auf, ja? Keine Sorge, Senor. Es kann nichts passieren. Was war das? Nur ein Gecko. Das? Aber die sind doch winzig. Aber haben eben eine laute Stimme. So wie ich. Julio, ich... Ich werde dich vermissen. Ich dich auch, Linda. Sehr sogar. Ich hoffe, du kommst bald wieder. Darf ich... Hä? Ach, nichts. Was? Nichts. Gar nichts. Darf ich... Was? Dir ein Beso geben? Beso? Beso. Ist das okay? Sí. Komm her. Der Bär, wie schläfst du? Die Luft war warm und ihre Füße steckten im schwarzen vulkanischen Sand. Es dauerte noch eine Weile, in der die beiden Teenager die Zeit vergaßen. Die Zeit, die hinter ihnen lag. Die Zeit, die ihnen für den Moment gegeben wurde
und die Zeit, die ihnen überhaupt gegeben war. Die kurze Lebenszeit, in der so viele Entscheidungen getroffen werden sollen, Leben gelebt und Lieben gefunden. Daran dachten die beiden nicht. Es gab nur die Wellen, die Sterne, die Wärme des Sandes und Julios Hand auf ihrer Schulter und ihre in seinem Nacken. Tabea konnte sich später nicht erinnern, wann genau sie eingeschlafen waren, aber es war weit nach Mitternacht, als sie das Horn eines großen Schiffes vernahm, in das sich zugleich die aufgebrachten Rufe ihrer Eltern mischten. Was? Oh, oh nein, oh nein, oh nein. Julio, Julio, bist du wach? Que pasó? Oh nein, oh nein. Was ist? Oh Gott, ich hab alles vergessen. Oh no. Ich hab doch meinen Koffer noch gar nicht gepackt. Mama, kannst du? Hier ist sie. Was? Wo? Mein Glück. So, das war's. Wir hatten eine klare Abmachung. Weißt du eigentlich, was wir diese Nacht durchgemacht haben ohne dich? Sag mal, hast du denn gar kein Empfinden für die Gefühle anderer? Mama. Die hätte sonst was passiert sein können. Wir rennen den ganzen Morgen umher und suchen dich. Es tut mir sehr leid, Senora Denzel. Es ist ganz allein meine... Komm ich gleich, Freundchen. Ich hoffe, du hast die Finger von meiner Tochter gelassen. Lass sie doch. Naja, ich habe ein bisschen... Also nur in die Gesichter. Julio, ich klär das. Beruhig dich doch, Yvonne. Sag nicht, ich soll mich beruhigen. Du hast seelenruhig geschnarcht, während Tabea sich sonst wo rumtreibt mit einem mittelklassigen Beachboy. Mama! Beachboy? Wir hatten eine Abmachung. Wir haben beinahe die Fähre verpasst, deinen Koffer hier runtergeschleppt und die Prinzessin auf der Erbse kümmert sich einen Dreck um ihre Familie und ob sich ihre Eltern vor Sorgen die Haare ausreißen. Mama. Was denn? Sie lieben sich. Dass ich nicht lache. Du hast doch seine Nummer. Mit. Da ist dein Koffer. Ciao, Julio. Komm jetzt. Such dir eine Chica auf deiner Insel. Na los jetzt, sonst verpassen wir noch den Flug. Mama! Aber... Adios, Tabea. Wo bleibt ihr denn? Mama, ich muss noch kurz... Nein, Mama, lass mich los! Reicht dein Taschengeld! Könnt ihr mal aufhören? Was macht ihr denn da? Komm jetzt! Ich bleibe. Was? Kommt schon! Ich will dieses Jahr nicht nach Berlin. Fahrt ohne mich. Also, na klar. Also jetzt habe ich die Faxen wirklich dicke. Du bist meine Tochter und... Nein! Du wirst jetzt sofort deinen Hintern auf dieses Schiff bewegen. Tabea, Schatz. Nun komm, mach keinen Ärger. Das ist doch Quatsch. Wir reden später drüber und... Nein! Ich bin 18. Ich entscheide. Ich bleibe hier. Ralf? Yvonne konnte nicht fassen, was Tabea da von sich gab. Hier bleiben? Kein Weihnachten in Berlin? Keine Familie Hoppenstedt, kein Schwibbogen und kein Stollen? Stattdessen... Der Bär! Der Sief! Julio! Dios mio, was? Du bist verrückt! Que loca! Muy loca! Ich steig einfach aus. Was? Ja. Aber... Soeben wurde verspeist Tabea steigt aus von Max Hegewald. Mit Lara Veit, Bernd Egger, Monika Oschek, Rubin Redfern, Luke Pfaff, Max Hegewald und Lena Schmidtke. Produziert von Mo Entertainment. Mo Entertainment. Lass uns was hören.